Das Crossfeed aus. Ändert sich da irgendwas? Nicht wirklich, ne? Also wir wollen Disable Crossfeed. Wir wollen nicht, dass da irgendwelches Fuel durchgeht. So, Stage 4 hat 1600 Delta V. Stage 2 hat 688. Okay, das Ding da oben hat dann natürlich auch nochmal Delta V. Aber das ist ein anderer Schnack. So, sehr schön. Dann Staging machen wir gleich. Wir brauchen an unserem Service-Modul natürlich auch noch Strom in Form von Solarpanels am besten. Da können wir die hier nehmen. Schwupp. Und es ist wahrscheinlich auch hilfreich, wenn wir... ne, ich habe ein großes Fairing, habe ich noch nicht, aber wir machen dann gleich... Ach so, ich sehe da. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Fairing. Wollte ich da noch reinpacken? Ich nehme hier das kleine, das müsste scheiße aussehen. Ah, ne, großes Fairing habe ich noch nicht. Aber vielleicht kann ich das tweak scalen? Nein, kann ich nicht. Schade, ich dachte. Na gut. Kein Fairing, das muss heute ohne gehen. Ich glaube nicht, dass ich das mit Scale vergrößern kann. Wo seht ihr hier Scale? Ich sehe kein Scale. Ne, scheint nicht zu tweak scalen. Das ist halt so. Gut, aber muss halt auch ohne gehen. Wir hatten... Früher hatten wir auch keine Fairings. Da ist das auch gegangen. So. Jetzt brauchen wir natürlich dann mal ordentlichen Schub. Weiß gar nicht. Einer mehr geht wahrscheinlich noch. So, und dann nehmen wir uns einen schönen fetten Skipper Engine. Der hat jetzt natürlich nicht so besonders viel Delta V, aber Thrust Weight Ratio, aber da können wir natürlich noch was gegen tun. Mit dem guten alten bewährten mehr von den Dingern Prinzip. So. Zack. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Aber eigentlich sollte das relativ entspannt sein, wenn wir hier noch ein paar dazu schrauben. So, und dann haben wir nämlich schon 1,29 außerhalb der Atmosphäre, 1,13 innerhalb der Atmosphäre. Dann kommt da oben drauf noch ein bisschen Aerodynamik und die werden natürlich geautostruttet. So, und das Ganze hier wird auch nochmal geautostruttet. Und hier wird gerne auch nochmal geautostruttet, und zwar nach oben, dass das ganze Ding nicht das Wobbeln anfängt. Ja, ja, ja. Die Flossen kommen gleich noch. Keine Sorge, ich muss mal ganz kurz Licht anmachen. Das wird hier langsam ein bisschen dunkel. So, ich muss ja meine Notizzettel lesen können. Aber erstmal ein kleiner Nervenschluck, denn alkoholisiert bauen sich so Raketen viel besser. Gut. Haben wir das? Dann kommen da gleich noch Booster ran. Aber vor allen Dingen kommen da auch noch Fuel Pipes ran, weil im Gegensatz zu manch anderen Leuten, wie zum Beispiel der Emojack, vergesse ich immer zu stagen, wenn ich die Fuel Pipes nicht habe, um mir zu signalisieren, dass die Tanks alle sind. So, Crossfeed ist aus, sehr schön. So, genau. Wie lange noch bis zur Cam? Also ich werde mich nach der Zombie-Apokalypse um Greenscreen kümmern. Das habe ich jetzt erstmal momentan nicht gemacht, weil hier sieht es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat, weil ich gerade mein ganzes Gepäck zusammentüdel. Also hier gibt es eh gerade nicht so viel Spannendes zu sehen, außer haufenweise Zombie-Lab-Ausrüstungskram. Ja, ich denke, wenn ich zurück bin, werde ich mir mal einen Greenscreen raussuchen, den bestellen. Dann ist der im Regelfall ja in 2 Tagen hier. Dann probiere ich das mal rum. Also wie gesagt, ich hatte ja auch gesagt, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir... das noch im Mai das erste Mal hinbekommen, dass es auch zu einem Livestream mit Cam kommen wird. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Live-Support. Denn Habitation haben wir zwar, aber... Achso, ich habe gar nicht da geguckt. Also 122 Tage mit 3 Crew. Ja, die sind auch da drin, ne? Die müssen wir gleich noch gucken, dass es dann auch die richtigen sind. Genau, so, Live-Support. Jetzt kommt der Live-Support. Wir brauchen Essen.
Und das Essen packen wir uns. Ja, wo packen wir das hin? Sobald wir landen, brauchen wir es eh nicht mehr. Können wir es eigentlich hier irgendwo hinpacken? Ich guck mal, aber ich glaube, der Große ist wahrscheinlich ein bisschen viel des Guten. Ja, 138 Tage ist natürlich ein bisschen viel, aber wir können das ja reduzieren. So, dann wiegt das auch nicht so viel. Also 83 Tage Live-Support. Das sollte locker flockig hinhauen. Gut, dann haben wir das. Strom für den Länder und natürlich noch Experimente für den Länder. So, der Länder kriegt aber nur so ein bisschen Strom in Form von kleinen Solarpanels. Das sollte für den locker reichen. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht noch irgendwo eine Batterie anbauen am Hauptraumschiff. Vielleicht direkt unter den Solarpanels. Passt das da drunter? Ja. So schön. So. Gut, weil dann haben wir noch ein bisschen Speicher auch für den Strom. Dann können wir auch mal ein paar Stunden in der Dunkelheit sein, ohne dass gleich alles ausfällt. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Experimente. Lasst uns. Nee, eine Antenne. So. Erstmal eine Antenne. Die Antenne bauen wir. Jetzt ist er natürlich schon Fallschirm. Dann können wir die. Da ist unser Missionsschriftzug. Ja, am besten passt sie natürlich direkt neben dieses Radioaktivzeichen. Denn was ist schöner als Radioaktivität mit Antennen und Radarstrahlung zu kombinieren? RCS-Düsen, ja, die können wir einschalten, also quasi ausschalten. Im Prinzip brauche ich sie nicht. Eigentlich hätte ich sie genommen für Docking-Manöver, weil ich das hätte zusammendocken wollen, aber irgendwie, das ist bei KSP immer ein bisschen komisch. Gut, also Habitation haben wir mehr als genug. Live-Support haben wir mit 83 Tagen, denke ich mal, auch ausreichend. Da müssen wir uns eigentlich nicht so viel Sorgen machen. Flossen sind dran, das ist dran. Booster fehlen uns noch, Startgestänge und Science. So, kommen wir zur Science. Abgefahrener Kram. Ach stimmt, Surface Packs, ne? Surface Packs kann ich natürlich nur nutzen, wenn ich was zum Steuern habe und einen Engineer und einen Scientist mit habe, glaube ich, ne? Zack, zack. Das sieht auch doof aus. Aber muss es ja nicht. Wir können ja ein bisschen tricksen. So. Zack, wir haben da mal eine kleine Steuereinheit eingebaut. Dann kann ich nämlich mit dem Engineer und dem Wissenschaftler runterfliegen. So. Ah, ja, Thorsten, du schreibst es auch schon gerade genau. Aber hey, ich habe mal geschafft, von alleine drauf zu kommen, dass man den ja versenken könnte. So, Eva-Items. Wir brauchen dann auf jeden Fall, um das aufzubauen, wahrscheinlich irgendwie, ich glaube, diesen Schraubenzieher, ne? Powerplugs. Ja, ich nehme die mal sicherheitshalber mit. So. Wie war denn das? Retroreflektor. Power Transfer. Connect your various Surface Experiment to Central Station. Each one attached. Oh Gott, ich hätte mein eigenes Tutorial vielleicht nochmal gucken müssen, ne? Central Station. Ah ja. Powerports. Spot for mounting your power unit of choice. To function. Okay, also wir brauchen eine Central Station. So viel haben wir schon mal geklärt. Warum geht denn das jetzt immer wieder zu? Nicht einfach wieder zugehen. Wir brauchen solche Teile hier. Davon brauchen wir wahrscheinlich ein paar mehr. Ich nehme einfach mal 10 Stück mit. Und ich nehme mal so ein. Ja, so ein Verteiler nehmen wir auch mal mit. So.
Ach, guck mal, da ist ein Solarpanel. Jetzt ist das schon wieder zu. Ah, ich werde wahnsinnig. Aufmachen. Hallo, das ist nicht nett. Ihr macht das einfach zu. Aufmachen, reinwerfen. Dankeschön. Wetterstation macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Passive seismische Experimente. Warum möchte mich dieses komische Gerät trollen? Warum? Oh, voll. Gut, nächster Sitz. Zack. Dann ein Retroflektor. Von mir aus auch das. Cold-Kathoden-Neutral-Ionendetektor. Wir nehmen einfach mal alles mit. Wer weiß, was man. Solarwindspektrometer. Jawohl. Die müssen gar nicht lang laufen. Man kann die dann einfach machen, wenn man mal da ist. Eine Cardboardbox. Nö. Storage-Locker. Nö. Storage-Locker. Nö. Was macht der denn? Und Small Lenders. Achso, ja, das ist quasi ein kleiner Schrank. Aber wir haben ja Platz in dem Gerät. Ein Surface-Gravimeter. Okay. Strukturgörder, nö. Den brauchen wir nicht. Surface-Magnetometer. Ja. Yep. Nehmen wir auch noch mit. Ja, Solarwind-Ding haben wir. Interior Heat Probe. Jetzt ist voll. Na gut. Dann kann ich mal alles haben. Wetterstation werden wir auch nicht mehr reinkriegen. Achso, es hat 300 von 300. Okay, gut. Dann lassen wir es dabei. Ich glaube, wir haben ganz viel Zeug, mit dem wir rumspielen können. Die Teile verpuffen wir ja nicht, wenn einer. Echt? Nein, oder? Verpuffen die wirklich? Ah, jetzt machst du mir schon mehr Angst. Okay, dann müssen wir es echt in so einen Außenschrank bauen, ne? Ja, komm, dann machen wir es in so einen Storage Locker rein. Hilft ja nichts. Michael warnt mich nämlich gerade. Erinnert mich da an was. Ja, wenn man das auf leere Plätze tut, dann kann das passieren, dass das einfach verschwindet. Oder das passiert, glaube ich, fast immer. Wir packen es jetzt einfach sicherheitshalber hier rein. Zack. Inventory. Schwupp. Einmal alles umräumen. Dann ist es auf jeden Fall safe. Und ich habe einen Stromverteiler mit hier, so eine Stromverteilerstation. Das sollte eigentlich reichen, weil ich habe da dran sind, glaube ich, 4 Anschlüsse. Und dann haben wir hier dran nochmal, ich glaube, 5 weitere Anschlüsse, wenn man es verteilt. Also das sollte eigentlich ganz gut klappen. Gut, so ist dann sicher. Ja, die Sitze haben. Ja, also kein eigenes Inventar. Das stimmt schon. Das ist halt einem Kürbel zugeordnet, der da sitzt. Ich müsste jetzt die Typen die ganze Zeit da drin sitzen lassen, damit das funktioniert. Und eventuell will ich das ja gar nicht. So, hau doch genau hin. Unser Experiment-Pack passt genau in diesen kleinen Safe da rein, den wir jetzt nochmal ordentlich drehen. Ey, wehe, der ist leer danach. So rum. Das stört mich nämlich, dass der falsch rum ist. Nochmal reingucken. Alles drin. Sehr schön. So, und dann können wir uns den anderen Experimenten zuwenden, nämlich den normalen Sachen, die man so macht, die wir gleichmäßig über den Länder verteilen können. Oh, wir könnten natürlich auch einfach so einen Core mitnehmen, ne? Wartet mal, zack. Wir haben doch bestimmt schon einen Octocore, oder? Wir hatten noch einen Octocore, Hexacore, na gut. Haben wir noch keinen Octocore? Doch, wir haben sogar einen Octocore. Guck mal. Octocore, zack. Und ja, das kostet jetzt Geld, aber wir kriegen richtig viel Kohle dafür, was wir hier machen. Also von daher. Und wir wollen natürlich auch Science einheimsen. Ach, wir haben gar nicht so viele Experimente, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist es wohl ein Hexacore. Ich war, glaube ich, gerade bei Hardcore-Körbel gewesen. Da haben wir ein bisschen mehr Experimente für diese Cores, aber haben wir noch nicht. Okay, also. Ein Magnetometer. Das sieht aber auch hässlich aus jetzt. Wartet mal, ich habe eine Idee. Wir nehmen uns doch einen Octocore. Sorry für das Hin und Her, aber das war jetzt nicht komplett durchgeplant. Livestream halt, ne? Also, ein Magnetometer. Zack. Einmal Mystery Goo. Zack. Einmal Thermometer und Co. So. Einmal RPWS-Antenne. Zack. Und ein Science Junior.
So, und dann nehmen wir uns einfach ein Science Bay noch mit. Das müsste es hier auch noch in leer geben. Da können wir bestimmt auch noch ein bisschen was reinbauen. Zack. Open Bay Door. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir alles. Press mal too hard. So, haben wir noch anderen Kleinkram, den wir da reinbekommen? Das haben wir schon. Das ist definitiv sowas von gar nicht Stock. Das sind alle möglichen Mods. Du kannst dir aber einfach auf YouTube in der Videobeschreibung die Modliste runterladen oder irgendjemand, der einen netten anderen Zuschauer, der die gerade parat hat, kann dir die Liste einfach mal um die Ohren hauen. Surface Ablation Laser Light Imager. Den können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Der ist bestimmt fetzig. Wir müssen ihn nur mal richtig rumdrehen, dass wir auch Lasers machen können. Mal kurz testen. Jo. Ach so, da ist ja dann noch was drunter, ne? Das muss man gleich noch ändern. Okay, sieht aber gut aus. Gut, haben wir noch irgendwas Kleines? Das ist der ganze Surface-Kram. PS-Antenne haben wir. Orbitales Teleskop ist nicht ganz klein. Machen wir auch nicht jetzt. Da haben wir auch schon den Satelliten da. Magnetometer haben wir dabei. Ja, dann passt das doch so. Gut. Ein paar Mods, ja. Ein paar ganz wenige. 50 oder so. Zack. Meine Überlegung war jetzt, wir könnten doch gucken, ob wir nicht die Supplies über den Chor hier machen. Supplyback, da ist es. Vielleicht können wir ja, so. Zack. Und zack. So, dann haben wir Supplies für 122 Tage. Das ist zu wenig, ne? 122 Tage, sage ich schon. Tage insgesamt. Ja. Wie viel ist ein so ein Ding? 3 Tage nur. Ah, gut. Ja, dann haben die ein bisschen Essen mit. Das ist ja nicht falsch. So, jetzt müssen wir mal den hier einmal abheben. Den da wieder drauf. Zack. Jetzt machen wir das so, dass wir hier so bauen. Nur einmal kurz testen. Das sieht aber ganz gut aus. Wir schieben die mal sicherheitshalber noch ein Müh nach unten. Einfach nur, damit hier keine Unglücke passieren, wenn wir aufsetzen. Und jetzt checken wir mal einmal Supply Bag, Mystery Goo. Ist das die RWPS-Antenne? Nee, ne? Die wäre nicht so gut. Zack. Einmal umsortieren, dass hier die richtigen Sachen sind. Dass wir nicht die Beine. Laser Light Imager, das passt. Okay, so kann man das landen. Ja, da ist noch genug Platz unten drunter. Zack. Sehr schön. Gut, da haben wir ganz viele Experimente. Das Raumschiff ist mittlerweile auch richtig fies teuer. Oh, 5.900 Delta V ist gar nicht so viel, ne? Ich glaube, wir machen mal hier noch einen etwas was größeren Tank ran, damit wir Optionen haben, irgendwo hinzufliegen. So, weil sonst wird mir das ein bisschen zu knapp. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen Sprit von dem Ding hier zurückgewinnen können, aber muss ja auch fliegen, ne? So, jetzt noch mal gucken, dass wir das Staging sauber bekommen. Wir brauchen noch unsere Booster, damit wir einen schönen Start haben. So. Die packen wir hier außen ran. Schwupp. Und einmal so. Und wir autostarten die mit dem Root Part. Dann ist das auch schön stabil. Und wir verpassen ihn natürlich auch noch. Kommt, heute machen wir mal die. Zack. So, Auto gestruttet haben wir. Die Dinger sollen zusammen mit der ersten Stage starten. Schwupp. Dann sind wir
im Compact Mode Atmospheric bei 1,46. Das reicht genau, dann können wir die auch auf voller Leistung lassen. Dann kommt das hier weg. Jawohl, dann kommt irgendwann das hier weg. Jawohl, dann kommt irgendwann das hier weg und startet das hier. Jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter nach oben. Dann kommt irgendwann das hier weg und startet das hier. Jawohl, dann kommt irgendwann das hier weg. Das ist aber sehr viel später. Und das hier kriegen ihre eigenen Stagings nochmal. Fallschirme kommen ganz zum Schluss. So. Mit O und ohne H. Ich glaube, ich mache noch so einen Science-Container ran. Also, dass ich die Experimente immer einsammeln kann über das Ding. Ich glaube, den brauchen wir hauptsächlich hier. Schwupp. So, habe ich irgendwas vergessen? Gehen wir es nochmal durch. Checkliste. Wir haben Essen für 90 Tage mit 3 Kürbels. Check. Wir haben Habitation für 122 Tage mit 3 Kürbels. Check. Wir haben Strom. Hier sind Solarpanels dran. Da sind Solarpanels dran. Hier sind sogar Batterien dran. Check. Wir haben ein sauberes Staging, haben wir gerade gemacht. Check. Und ich habe Fallschirme angebaut. Check. Wir haben massig an Wissenschaftsgeräten mit. Check, 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 check. Und unsere Delta V sieht ganz fürchterlich aus, weil ich gerade im Atmospheric Mode bin. Sieht aber schon sehr viel besser aus, wenn wir das hier machen. Und wenn ich da die Tanks wieder aufmache, sieht es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser aus. Und wir werden den Sprit da auch nicht komplett aufbrauchen. Von daher sollte das hinhauen, denke ich mal. So, ihr habt jetzt nochmal eine letzte Chance. Ja, ich baue gerade noch die Starthilfen an. Eine letzte Chance, mich aufzuhalten und mir zu sagen, was ich noch zu tun habe, wenn ihr meint, dass ich irgendwas vergessen habe. Am Länder ist tatsächlich noch keine Antenne dran. Brauchen wir eine Antenne am Länder? Ja, macht wahrscheinlich Sinn. Dann können wir ein paar Sachen rüberfunken, um Himmels Willen. Die macht es jetzt preislich halt auch nicht mehr fett, ne? So. Da bauen wir doch mal den guten alten Lüftungsschlitz zu, oder? Ich meine, Lüftung braucht ja keine Sau. Na, wir bauen es neben den Lüftungsschlitz. Da so hin. Zack. Sehr schön. Gut, dann müssen wir natürlich nochmal die richtige Crew mitnehmen. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass wir auch tatsächlich die richtigen Leute erwischen. Und zwar, der Fischkopf wird als Pilot mitgehen, der Theo als Engineer und der Svensen als Wissenschaftler. So. Wenn meine Teile Crossfeed obeyen, dann kannst du übrigens nicht vom Oberteil nach unten pumpen oder umgekehrt wegen dem Heat Shield. Tun sie aber, glaube ich, nicht, weil ich auf Normal spiele. Ich glaube, das ist nur bei Hard oder sowas. Und ich spiele eine Normal-Dings und ich kann, glaube ich, hin und her pumpen. Von daher alles gut. Wenn nicht, bauen wir halt den Dockingport unten ran und docken es da an. Ha, ha, ha. Wir haben ja Ingenieure. Wir können alles umbauen. So, jetzt gucken wir nochmal, dass hier auch alles wirklich autostrutted ist. Jawohl, jawohl, jawohl. Das können wir auch nochmal autostrutten. Schön nach außen gegen die Booster. So, dann kommt eigentlich nur noch das hier. Damit wir auch nicht nach unten fallen, wenn wir aufs Launchpad rausgehen. So. Eine Leiter am Länder, das könnte man natürlich noch machen, auch wenn das auf Minmus mit einem Hüpfer geht. Aber wir können so aus Stilgründen natürlich gerne noch eine Leiter anbauen. Um Himmels Willen, da bin ich ja gar nicht so. Wartet mal, die sind unter Utility. Ich glaube, ein bisschen Glück reicht uns da die kurze. Warte, jetzt muss ich den einmal nicht so rum, sondern so rumdrehen. Zack. Extend Ladder. Na, nicht ganz. Da müssen wir doch die lange nehmen. Na gut. Immer das teure Zeug. Das kostet 100 mehr, Freunde. So. Extend Ladder. Sehr schön. So. Gut. Leiter ist dran. Haben wir sonst noch irgendwas? Die RCS, Jaw Pitch Rolls, habe ich ausgeschaltet. Ja, das ist tatsächlich schon passiert. Wir haben eigentlich nur noch eine Gefahr und das ist
Stromausfall. Und dafür opfern wir jetzt einfach mal 3 Tage Supply. Also nicht Stromausfall, sondern Solarpanels aus irgendeinem Grund kein Sonnenlicht. Und damit uns das nicht passiert, bauen wir hier noch eine Fuel Cell ran. Und ich würde sagen, dann ist gut, ne? Jetzt schauen wir nochmal. Atmospheric habe ich 146, dann 143. Die Solarpaneele auf die Oberseite vom Länder. Denke drüber nach und wir können das gerne so machen, ja. Hilft dann natürlich nur, wenn die Sonne von oben kommt. Aber können wir so anbauen. Landelichter. Zwei gestehe ich euch zu. Mehr nicht. So. Also haben wir hier dann noch Licht für die Landung. Können wir hier nochmal alles anstrahlen. Das biegen wir uns noch ein bisschen zurecht. Und dann können wir nach Minmus fliegen. Es wäre jetzt natürlich total cool, noch ein Fairing zu haben. Und nein, heute mal keine orange Rundumleuchte. Keine Warnleuchte. Heute nicht, okay? Lasst mich einmal irgendwo hinfliegen ohne eine Rundumleuchte. Es ist ja nicht jedes Mal gleich ein Baufahrzeug, was hier kommt. Badetuch haben sie hoffentlich mit dabei, die Jungs. Ich gucke nochmal, ob es auch die richtigen Jungs sind. Immer noch. Jawohl, Fischkopf, Theo und Svensson sind unterwegs. Sehr schön. Staging passt, passt, passt. Und wir sind unter 200.000 und ich habe ein gutes Gefühl dafür, dass wir heute einen Massive Scale Launch schaffen oder abstürzen. Eins von beiden. Achso, ich sollte vielleicht noch eine Eject-Sequenz bauen, oder? So eine Abort-Sequenz. Die würde wahrscheinlich nicht schaden, wenn hier alles schief geht. Also, wenn es schief geht, decouple und ist das Undock? Ich weiß es nicht. Wir machen einfach alles. Wir machen Undock und decouple. So. Sehr schön. Gut. Haben wir das? Also wir haben eine Bordsequenz, wo wir den Pod absprengen können und dann muss ich ganz schnell die Fallschirme zünden. Ja, dann würde ich sagen, kann das mal losgehen. Ne? Wir haben hier richtig, also super Raumschiff eigentlich dafür, dass wir nur nach Minmus fliegen. Man hat hier einen kleinen Entertainment-Part, wo man ein bisschen sich aufhalten kann. Gut, strahlt da ein bisschen, aber irgendwas ist ja immer. Habe ich die Brakes Action Group eigentlich belegt? Ne, habe ich natürlich nicht. So, kommt. Zack, Solarpanel und Antenne. Zack. So. Wir haben unsere Kapsel, in der wir uns bewegen können. Wir haben Länder für Apollo-Style-Geschichten. Also wir können hier richtig, richtig Party machen. So, ich glaube, dann haben wir es. Auf geht's mit dem Mimusländer, oder? Spricht da irgendwas dagegen? Ist hier irgendwas rot? Nö. Parachute Missing ist gelogen. Command Module Facing the Wrong Way ist auch gelogen. Empty Crew Cabins ist alles gelogen. Ja, hat ja recht, aber egal. Alles egal. Mach's mal sicherheitshalber an. Wegen den Dingern da. Eigentlich sollte es funktionieren, aber sicher, sicher. So, dann ab aufs Launchpad, würde ich sagen. Und wir fliegen das erste Mal nach Minmus, um große Entdeckungen zu feiern. Und natürlich, um ein bisschen Zeit zu verschwenden, damit die anderen Missionen vorwärts kommen. So, mal gucken, wie das so funktioniert. Land on the Manwood One Terrorist. Nee, der ist hier heute nicht mit dabei. Sie sind auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Sie haben nämlich alle keinen Helm aufgesetzt. Das sollte man ihnen dann auch mal lassen. Wir stellen mal die Kamera auf das hier ein. So, Crew-LEDs sind auch an. Ne? Diese Indicator-Lights sind ganz witzig. Es wackelt schon mal nichts total rum. Ja, schauen wir mal, wie sich das so fliegt mit so einem Bremsbackstein vorne dran.